Liebes Publikum, im Namen des Vereins Die Blaue Blume darf ich Sie herzlich aus dem Gallus-Theater in Frankfurt begrüßen. Da Live-Konzerte weiterhin noch nicht erlaubt sind, präsentieren wir die Soiree Jede Kunst erfordert ein ganzes Menschenleben über Friedrich Hölderlin digital. Das Programm ist Bestandteil des Tages für die Literatur und die Musik des Landes Hessen. An meiner Seite hören Sie Sabine Krams am Cello, Yuki Yamakata am Klavier und Hans-Peter Schupp, der Sie durch das spannende Leben des Dichters Friedrich Hölderlin führt, den Friedrich Schiller als seinen liebsten Schwaben bezeichnete. Viel Vergnügen. Die Nacht. Ringsum ruht die Stadt. Still wird die erleuchtete Gasse. Und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim, von Freuden des Tags zu ruhen, die Menschen. Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten. Vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit. Und die Brunnen, immer quillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sieh, und das Ebenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun. Die Schwärmerische, die Nacht kommt, voll mit Sternen. Und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, über Gebirgshöhen traurig und prächtig herauf. Thank you.
Johann Christian Friedrich Hölderlin wird am 20. März 1770 in Laufen am Neckar als Sohn des Juristen und Klosterhofmeisters Heinrich Friedrich Hölderlin geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters heiratet die Mutter Johanna Christiana einen Weinhändler. Die Familie gehört der sogenannten schwäbischen Ehrbarkeit an, dem gehobenen Bürgertum in Württemberg. Nachdem Friedrich die evangelische Klosterschule in Maulbronn besucht hat, folgt fast obligatorisch das Theologiestudium am berühmten Tübinger Stift. Die Mutter als strenggläubige Pietistin strebt danach, das Reich Gottes bereits im Diesseits zu realisieren. Dem Sohn ist die Theologie verhasst. Die Philosophie dagegen wird bald zum Bedürfnis. Bei Dichterabenden mit Freunden trägt Holz, wie er von Kommilitonen genannt wird, eigene Gedichte vor. Durch die Bekanntschaft mit dem Advokaten Gotthold Friedrich Steudlin, einem Anhänger der französischen Freiheit, kann er 4 seiner Hymnen in dessen schwäbischen Musenalmanach veröffentlichen. Das Prüfungsdokument bei Beendigung des Theologiestudiums im Herbst 1790 vermerkt: intensive Pflege der Philologie, insbesondere der griechischen, der Philosophie, insbesondere der kantischen und der schönen Wissenschaften. Beseelt von den Lehren Jean-Jacques Rousseaus, den Idealen der Französischen Revolution und der Aufklärung, sieht Hölderlin sich zum Erzieher berufen. Denn das Lehramt ist überhaupt, so viel ich sehe, bei den jetzigen Zeiten wirksamer als das Predigeramt. Er tritt zunächst eine Stelle als Hofmeister bei der vielseitig gebildeten Charlotte von Kalb in Thüringen an. In der nahegelegenen Universitätsstadt Jena, damals literarische und wissenschaftliche Hauptstadt Deutschlands, prägen ihn die Vorlesungen bei dem berühmten Johann Gottlieb Fichte, der einen deutschen Nationalstaat nach französischem Vorbild fordert. Der verehrte, feurige Friedrich Schiller hingegen, seit 1789 Professor für Geschichte, wird zum väterlichen Freund, der seinen liebsten Schwaben auch in die illustre Gesellschaft einführt. Herzensfreund wird der 19-jährige Adlige Isaac von Sinclair, der bald als Rädelsführer für die freiheitliche Neuordnung der deutschen Lande von der Universität verwiesen wird. Um der eigenen Verfolgung zu entgehen, zieht sich Hölderlin nach Nürtingen zurück, wo er an seinem Roman Hyperion arbeitet. Den flehenden Bitten der Mutter, endlich die ehrbare Stelle eines Pfarrers anzutreten, kann er sich durch ein Angebot aus Frankfurt entziehen. Der reiche hugenottische Bankier Jakob Gontard engagiert den 26-Jährigen als Erzieher für seinen 8-jährigen Sohn Henri. Gattin Suzette hat mit 27 Jahren bereits 4 Kinder und gilt als eine der schönsten, vor allem aber gebildetsten Frauen der bedeutenden Handelsmetropole. Mit dem neuen Hauslehrer führt sie bald umfangreiche Gespräche über moderne Pädagogik, und man widmet sich gemeinsam der Hausmusik. An einen Studienfreund schreibt Hölderlin: lieber Freund, es gibt ein Wesen auf der Welt, woran mein Geist Jahrtausende verweilen kann. Lieblichkeit und Hoheit und Ruh und Leben und Geist und Gemüt und Gestalt ist ein seliges Eins in diesem Wesen. Der Belagerung durch die französische Armee entgehen Suzette, Kinder und Bedienstete, dazu gehört auch der verliebte Dichter, im neutralen Hessen-Kassel in Bad Driburg. Lediglich der Hausherr verweilt in Frankfurt. Das idyllische Leben endet 3 Monate später,
als Hölderlins heimliche Hoffnungen auf die Befreiung der von Fürstenwillkür beherrschten deutschen Lande durch die Franzosen sich zerschlagen. Zurück in Frankfurt erkennt er schmerzhaft seine niedere gesellschaftliche Stellung. Zumal der Geschäftssinn des Großbürgertums einhergeht mit der geflissentlichen, täglichen Herabwürdigung aller Wissenschaften und aller Bildung. Das Grundübel seiner Zeit sieht der Dichter in der Reduzierung des Individuums auf einen nützlichen Zweck. Seine auf Effizienz getrimmte seelenlose Tätigkeit in der über alles stehenden Staatsmaschinerie. Aus Hausherrin Suzette Gontard ist längst die Liebe seines Lebens geworden. Im Landhaus der Familie, dem Adlerpflichthof, außerhalb der Tore der Stadt, kann man gelegentlich das vertraute Zusammenleben des Exils fortsetzen. 1797 gelingt es Hölderlin, Hyperion zu veröffentlichen. Wem sonst als dir ist der Roman gewidmet, seiner geliebten Suzette, die er in der Figur der Athenerin Diotima verewigt hat. Eines seiner berühmtesten Gedichte stammt aus dem zweiten Teil des Werks, der 2 Jahre später veröffentlicht wird. Hyperions Schicksalslied. Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksalslos, wie der schlafende Säugling, atmen die himmlischen. Keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blüht ewig ihnen der Geist. Und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Thank you.
Die Liaison zwischen Hölderlin und Suzette Gontard bleibt dem Gatten nicht verborgen. Und so flüchtet der Dichter zu Freund Isaac von Sinclair nach Bad Homburg, der hier im Dienste des Landgrafen steht. Einmal im Monat wandert er zum Sommersitz der Gontards. Um 10 Uhr morgens treffen sich die Liebenden heimlich, um Briefe auszutauschen. Hölderlins Absicht, mit Veröffentlichungen sein Leben zu finanzieren, lässt sich nicht realisieren. Und so tritt er 2 Jahre später zunächst eine Stelle als Hauslehrer bei dem Kaufmann Anton von Gonzenbach in der Schweiz an, bevor es weitergeht nach Bordeaux, zu dem deutschen Weinhändler und Konsul Daniel Christoph Meyer. Wie ein Neugeborener fühlt er sich hier und berichtet der Familie in Nürtingen: Sie werden glücklich sein, sagt beim Empfang mein Konsul. Ich glaube, er hat recht. Warum er bereits nach 3 Monaten und mit besten Zeugnissen Bordeaux verlässt, bleibt ein Rätsel. Hat er einen Hinweis über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seiner Geliebten erhalten? Ob er Suzette noch lebend antrifft, wissen wir nicht. Sie stirbt am 22. Juni 1802 im Alter von 33 Jahren an Schwindsucht. In einem ihrer letzten Briefe an Holder heißt es: Lebe wohl, lebe wohl. Du bist unvergänglich in mir und bleibst, solange ich bleibe. Völlig gebrochen begibt sich der Dichter in die Obhut der Mutter, wo Verwirrtheit und Wutausbrüche langsam abebben. Im Jahr 1804 finden wir ihn als Hofbibliothekar in Bad Homburg wieder, finanziert durch Isaac von Sinclair, der jedoch bald unter dem Verdacht der Verschwörung gegen den Kurfürsten von Württemberg verhaftet wird. Wohlwollende Zeugnisse des Landgrafen verhindern die eigene Auslieferung. Der Freund selbst besiegelt jedoch nach seinem Freispruch 1805 das Schicksal des Dichters. Die Aufforderung an die Mutter, den Sohn aufgrund zunehmendem Wahnsinn aufzunehmen, führt stattdessen zur Einweisung in die Irrenanstalt von Tübingen, wo man Geisteskranke nach neuesten Fortschritten behandelt, mit Kaltwasserbädern, Zwangsjacke, Gesichtsmasken, unterstützt durch Beruhigungsmittel. Nach 231 Tagen, im Mai 1807, entlässt man den begnadeten Dichter als unheilbar. 3 Jahre bleiben ihm nach Ansicht der Ärzte. Im Turmzimmer und unter Obhut der Familie von Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer lebt er tatsächlich noch 35 Jahre und fühlt sich wohl. Eine Zuflucht ist das Klavierspiel und seine Flöte sowie ausgedehnte Spaziergänge am Neckar. Nach dem Tode des zum Obermeister der Tübinger Zunft aufgestiegenen Schreinermeisters versorgt ihn die unverheiratete Tochter Lotte. Die Mutter hat bereits 1805 für den geistesgestörten Sohn die Entmündigung erwirkt. In den 21 Jahren bis zu ihrem Tod wird sie ihn kein einziges Mal besuchen. Für die von der Romantik beseelten Tübinger Studenten dagegen entwickelt sich der Turmbewohner zur Attraktion. Der vom heiligen Wahnsinn Umgebene spricht Gäste mit Exzellenz oder Majestät an. Besucher dürfen sich Gedichte nach eigenen Themen wünschen, die er dann mit Namen wie Scardanelli oder Buonarroti und einem Fantasiedatum unterschreibt. So unter anderem der Frühling. Wenn aus der Tiefe kommt der Frühling in das Leben, es wundert sich der Mensch, und neue Worte streben aus Geistigkeit. Die Freude kehret wieder und festlich machen sich Gesang und Lieder. Das Leben findet sich aus Harmonie der Zeiten immer da den Sinn, Natur und Geist geleiten.
Und die Vollkommenheit ist eines in dem Geiste. So findet vieles sich und aus Natur das meiste. Mit Untertänigkeit den 24. Mai 1758, Scardanelli. Der Hölderlin ist nicht verrückt gewesen. Der Hölderlin ist nicht verrückt gewesen. Dies steht lange Zeit an Hölderlins Turm in Tübingen. Und der Franzose Pierre Berthaud kann dies in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts glaubhaft belegen. Der edle Simulant habe sich vielmehr aus Enttäuschung über das Scheitern der französischen Revolution und der politischen Reformen in deutschen Landen in sich selbst zurückgezogen, um der schrecklichen Wirklichkeit zu entfliehen. Friedrich Hölderlin stirbt an den Folgen einer Erkältung am 7. Juni 1843, nach 35 Jahren im Turm, im Alter von 73 Jahren. Sein Werk lässt sich weder der Weimarer Klassik noch der Romantik zuordnen. Geprägt von Aufklärung und französischer Revolution hinterlässt er als Maxime: Die Dichtung ist der Anfang und das Ende der Wissenschaft. Und so schließe ich mit einem seiner schönsten Gedichte. Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land. In den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir! Wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Thank you.
Thank you.